Hallo alle miteinander. Es wird mal nach einer langen Zeit mal wieder Zeit für ein Markenzockt. Zusammen mit Retrobjörn. Gute zusammen. Und dieses Mal werde ich das letzte sehr berühmte Yumaniki-Fangame spielen. Yumatoki. Bin ich ja mal gespannt. In Halbjapanisch. Halbjapanisch, okay. Halbjapanisch ist der Text, beziehungsweise der Text, der normalerweise in solchen Boxen erscheint, ist in Englisch. Und der Rest ist noch in Japanisch. Man kann ja sehen, dass es hier noch in Arbeit ist. Stimmt, in Development oder wie das heißt. Yep. Genau. Starten wir jetzt einfach mal das Spiel. Ah, fuck. Ich muss erstmal auf Dings klicken und dann kann ich starten. Jawohl. Projekt Yumatoki. Dazu muss ich auch noch was sagen. Anders als Yumaniki und Dot Flow ist Yumatoki von mehreren Personen als nur von einer Person gemacht worden. Ach, also wo mehrere Fans zusammen mitgearbeitet haben? Ein anderer, ja, so könnte man sagen. Oder in anderen Worten, eine ganze Community. Und zwar die Tushan-Community in Japan. Ah, okay. Und das habe ich gemeint mit, das ist in Halbjapanisch. Ah, so, okay. Vielleicht kann ja irgendjemand, der in der Lage ist, Japanisch zu sprechen, mir was zu übersetzen, was es ist. Aber höchstwahrscheinlich ist es Introduction? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir werden keinen finden, der Japanisch kann. Ah, es gibt sicherlich irgendwelche da draußen, die Japanisch können. Ich glaube, sie müssen erst noch ein Fan von mir werden. Duell? Ja, der Text wird erstmal lang ein bisschen gehen und ich kann ihn leider nicht überspringen. Ah, jetzt kann ich ihn überspringen. Okay. Drücken. Ja, die Anleitung. So. Ich bin Urotsuki. Yay. Und von Klasse bin ich Schlafläufer. Es gibt Klassen oder was? Es gibt Klassen. Ah. Ja, wir haben hier das Übliche, wir haben hier eine Konsole. Ein Fernseher. Hier wird uns angezeigt. Wir haben hier ein Dings mit lauter Spielen. Mehr als nur ein Spiel. Ui, und es gibt einige Spiele, die man freischalten muss im Spiel. Okay. Dann haben wir den üblichen Computer. Hier haben wir Speicherfunktionen. Hier können wir Musik hören. Hier können wir uns Bilder anschauen und hier können wir die Einstellungen ändern. Ah ne, warte, Daten sind... Ja, das sind, was du alles gemacht hast. Der Fortschritt quasi. Ja, yep. Da steht auch die Version drin. 0.100a. Ich weiß ja nicht, wann ich das letzte Mal eine Version gespielt habe. Es war ehrlich gesagt eine Weile her, so... Eigentlich fast ein ganzes Jahr. Da könnte schon so einiges geändert gewesen sein. Und... Wie wir es schon kennen, ich kann nicht raus. Wir wissen jetzt alle, was wir tun müssen, oder? Ab in die Hand. Ins Bett. Die Schäfchen zählen, beziehungsweise die Schäfchen sagen. So, dann haben wir... Oh, das ist neu. Das ist neu? Jetzt ernsthaft, das kann ich noch gar nicht. Mit den Sparschweinen, habe ich jetzt überhaupt Geld bekommen? Es hat null angezeigt, das ist irgendwie total komisch. Wollt ihr das verstehen? Ja, der Dings. Und der Computer sind an. Im späteren Verlauf werden da irgendwelche Bilder auftauchen. Das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Okay, sehen wir uns mal die Außenwelt an. Es kann jetzt sein, dass ich ein bisschen überrascht werde, weil... Es hat sich sicherlich einiges geändert. So, das ist jetzt hier unser Nexus. Also gut, also, wir uns auswählen können, richtig? Yep. Nur sind es hier Bilder, die uns praktisch gesehen sagen, wo wir reingehen. Und ich überblicke jetzt mal alles und außer dieses Zeichen kenne ich alles. Okay. Hier war eine das Buch kann ich mich erinnern, ich kann mich an die Lampe erinnern, ich kann... nicht an die Laterne. Ich kann mich an das Grab erinnern. Yep. An die Baublöcke, yep. So, die Frage ist, wo starte ich jetzt eigentlich? Zuerst ist es wichtig, sich das Fortbewegungsdings zu holen.
Und wenn ich mich richtig erinnern kann, war es hier irgendwo. Wieder NES-mäßig die Grafik. Was? Wieder NES-mäßig die Grafik. Yep. Ich weiß, hier war irgendwo das schnellere Fortbewegungsmittel. Ach, da kann man reingehen. Stimmt, ja. Später. Was ist das? Aber ich muss mich ein kleines bisschen lauter machen. Soundeffekte sind so RPG-Maker-mäßig. Ich weiß auch nicht, wie ich das erklären soll. Einfach so voll RPG-mäßig. Als du ein Video meinst, ja. Und ich glaube, ich bin richtig. Ich glaube, ich bin richtig. Oder auch nicht. Ah, das ist so eine Weile her, dass ich das Spiel gespielt habe. Vielleicht hat man das auch schon wieder auf einen anderen Platz gelegt. Also die Möglichkeit besteht natürlich. Ah, so viele... Ah, da ist es, da ist es. Es ist doch nicht verlegt worden. Jetzt muss man hier beachten, hier ist es japanisch und hier ist es deutsch. Was sag ich? Deutsch! Sag ich deutsch? Ich meine natürlich Englisch. Kein Problem. So, jetzt habe ich ein Motorrad. Yay. Yay. Okay, was mache ich jetzt damit? Wenn ich mich recht überlege, wache ich jetzt wieder auf und gehe wieder rein. Okay. Ich war ja eigentlich nur drin, um dieses Motorrad zu holen. Schnellere Fortbewegung. Ist schon wieder da. Oh. Es hat mir einen Yen gegeben. What the hell? Hier hat sich nichts verändert. Da hat sich nichts verändert. Raus. So, jetzt würde ich sagen, sollte ich mir meine Waffe holen. Scheiße, wo war die Waffe gleich nochmal? Ich glaube, das war... Grab. Ich hab keine Ahnung, was das ist. Ich hab keine Ahnung, was das ist. Ah, jetzt, warum musst du mich auf solche Gedanken bringen? Jetzt denke ich tatsächlich, das ist sowas. Oder nee, das können auch Zähne oder Augen sein. Was zum... Das ist neu. Ein Grabsteineffekt, okay. Ich bin ein Grabstein. Das ist neu. Ich will ehrlich sein, das war von letztens, als ich das gespielt habe, noch nicht drin. Ich glaube, ich kann mich an diesen Raum erinnern. Wow. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Raus hier. Moderne Kunst zum Leben erweckt. Ja, so könnte man das bezeichnen. Okay. Es gab hier irgendwie eine Möglichkeit weiterzukommen. Ich muss mich jetzt kurz nur umschauen. Hier sind da diese ganzen... Das, was man auch bei Mau Mau und... Krieg und Frieden immer spielt. Peak, wie hießen die Dinger? Was? Peak hieß es, glaube ich. Ja, Peak. Ja, ich glaube schon. Das ist, Karo, Herz, Peak. Oh, den Stoff habe ich so lange nicht mehr gespielt. Ich habe total vergessen, wie das im Gesamten heißt. Ja, aber auch ziemlich seltsame Formation hier. Die sehen ein bisschen so aus wie die Feinde aus Kid Icarus. Das sind doch auch so ähnliche Gegner, glaube ich. Ja, das sind... Ja, die Gegner aus Kid Icarus sehen meiner Meinung nach schon ziemlich seltsam aus. Sagt mir jetzt bitte nicht, sie haben das jetzt ein bisschen... Ah, da ist es, da ist es. Es ist noch dran, okay. Und rein da. Oh, was denn jetzt? Okay. Teleportation erfolgreich. Ah, schön ruhig.
Yep. Dass man sich mal die Wände ansehen. Die sind so pur weiß, man könnte schon fast denken, das wäre so ein Malhintergrund. Post oder so. Ich kann mich nicht erinnern, dass du hier da warst. Bist du neu? Machst ja gar nichts. Vielleicht muss ich das Grab verwenden. Ich muss jetzt einfach mal ausprobieren, weil... Genauso wie bei Yominiki muss ich jetzt einfach mal ausprobieren. Und wie bei Dotflow. Wenn ich schon mal daran vorbeikomme. Ah ja, warum auch nicht? Ah ja, das muss ich dir auch erzählen. Ah, ich bin falsch. Das muss ich dir auch noch erzählen. Für Yominiki habe ich eine Woche gebraucht. Für Dotflow habe ich ebenfalls nur eine Woche gebraucht. Für dieses Spiel einen Monat. Das war so ein übelstes Durcheinander bei dem Spiel. Da gab es so viele Sackgassen, das glaubte man kaum. Nein, das war es nicht. War irgendwo eine... Wenn ich mich richtig erinnere... Da muss ich erst später rein. Will nicht wissen, was das ist. Ich bin richtig. Ich musste dann da lang. Ich kann mich sogar noch erinnern, wo die Säge ist. Beziehungsweise das Angriffsmod, die Waffe. Könnte ich praktisch gesehen sagen, Waffe. Da muss ich in dieses Auge hinein. Und muss ich mir jetzt einen Weg aus den gekotzten... Den gekotzten Symbolen. Yep. Oh, Disco. Oh. Ja, ich werde heute gut schlafen. Da vielleicht. Da. Ah, ich bin richtig. Kettensäge-Massage. Yay. Kettensäge. Komisch. Gibt's jetzt ein neues Verwendungsbefehl? Für das Ding? Man musste doch immer die Leertaste gedrückt halten, oder war das jetzt anders? Ich muss jetzt... Oh, scheiße, jetzt sag mir bitte nicht, ich weiß jetzt nicht, wie ich das Ding verwende. Oh, scheiße. Hast du Waffe gefunden und können die nicht benutzen? Oder ist das jetzt bei der Säge verändert worden? Oh Gott. Vielleicht musst du Benzin einsammeln. Irgendeine Knöpfe. Da ist es. Nein. Zap. Den Knopf. Oh, wenn ich zu viel drücke, dann öffne ich Dinge, die ich eigentlich nicht öffnen möchte. Ah, scheiß jetzt drauf. Bike. Jetzt gehe ich da wieder rein. Wollte ich ja noch diesen einen Event zeigen, bevor ich hier abhaue. Muss ich dann da wieder durch. Da rein. Und drücken. Oi. Schleim. Bäh. Der wird immer größer. Jetzt bin ich hier in diesen Raum gefahren. Und hier ist alles grün. Ich rede die Person an. Und da passiert das automatisch. Ah, okay. Das passiert ebenfalls, wenn du nicht die Kettensäge bei dir hast. Ehrlich? Okay. Ja, du bekommst aus irgendeinem Grund die Kettensäge und schlägst dann diesen armen Typen tot. Aus irgendeinem Grund. Es gibt in diesem Spiel neben den Effekten auch Pseudo-Effekte. Effekte, die wie Effekte agieren, aber du sie nicht mitnehmen kannst. Ah, okay. Ich weiß jetzt selber nicht, was ich da gelabert habe. Aber ich hoffe, das hat man zumindest verstanden. Wenn nicht, das hat dann im Spiel noch ein bisschen genauer gezeigt. Yep. Wieder einschlafen. Wieder da rein. Sparschwein plündern. Ui, hat er mehr gegeben. Ja, jetzt hat er auf einmal 3 gegeben. Muss ich das jetzt ehrlich gesagt verstehen? Ich sei froh. Die Mechanik. An den Computer hat sich nichts geändert. Ah, an den Fernseher hat sich was geändert. Okay. Gut. So. Jetzt steht uns jede Welt offen. Jetzt habe ich die 2 wichtigsten Dinge.
kamen Grabsteine. Grabsteine, da. Ja, den Grabstein, aber den habe ich auch nur zufällig gefunden. Der war eigentlich gar nicht geplant. Würde ich mal sagen, gehe ich erstmal da rein. Das ist so eine Art Dekorationswelt. Ah, genau, wo man sich doch hinten dranstellen kann und dann Fotos machen kann. Das sind doch solche Dinge. Yep, genau. Effekte. Was deaktivieren. Diese Aufstände ein bisschen erinnern? Ein bisschen was? So an diese CDI-Zelda-Dinger da, my boy. Ja, das. Oh ja. Das ist so ein Klassiker geworden. My boy. Ich sehe bezaubernd aus. Süß. So richtig mit einer Männerstimme. Ich sehe bezaubernd aus. Oh Gott, was mache ich denn jetzt hier? Okay. Ja. Schauen wir uns hier mal um. Vielleicht wurde hier auch einiges geändert. Also bis jetzt sehe ich nichts Neues. Das ist neu! Okay. Warte. Ich will mich noch ein bisschen hier weiter umschauen. Ich will noch schauen, ob der Platz da ist, der früher hier auch war. Ja, der ist noch da. Ah, nee, das ist der Effekt. Regenbogen-Effekt. Yep. Regenbogen. Was ist doch irgendwie da? Ah, es war doch die Leertaste. Ich weiß jetzt, wie man den Effekt aktiviert. Ich muss die Leertaste gedrückt halten. Ich weiß jetzt nicht, wieso es nicht bei der Säge geklappt hat, aber ja. Okay. Weiter umschauen hier. Ich will noch schauen, ob hier... Ich kann mich erinnern, hier war noch ein anderer Platz, wo man hineingehen konnte. Nee, das ist der Effekt. Wie sah da gleich nochmal aus? Das war so ein seltsames Pflanzending. Da ist es. Es ist noch da. Yeah. Das ist die Pflanzen-Gabelwelt. Eine richtig schöne Schildautomusik. Yep. Nun muss ich mich hier umschauen. Ist das Gummibärchen oder was? Was? Ist das Gummibärchen oder was soll das sein? Ich weiß es nicht. Die sehen aus wie... die sehen nicht wirklich aus wie Gummibären, die sehen mehr so aus wie diese M&M's. Oder die sehen auch aus wie diese komische Fruchtdinger da mit verschiedenen Geschmäckern und so, weißt du, wie bei Harry Potter. Ja, da hast du auch recht. Oder so Skittles, ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht sicher, was sie darstellen soll. Aber wenn es hier so eine Gabelwelt ist mit so riesigen... Kuchengabe müsste es wahrscheinlich irgendwas sein für Kuchen, kann das sein? Ich meine, diese Löffel. Was meinst du, wo man so auf Torten als Dekoration drauf tut oder so? Ja, eben, das meine ich. Ah, das könnte natürlich auch sein. So. Wir gehen es hier gleich nochmal weiter. Ich weiß, das war irgendwas mit dem Besteck. Ich musste einzelnes Besteck anklicken und ich musste. Ja. Das Besteck. Also eins kann ich sagen, das wird wahrscheinlich eines der längsten Let's Plays. Kein Problem, wir haben Zeit. Weil hier treffen nämlich Altes plus Neues zusammen und es hat bei mir Ewigkeiten gedauert, dieses Spiel durchzuspielen. Also wie gesagt, dies wird das längste Let's Play, was ich... Ah, da ging's wieder zurück. Da wollte ich doch gar nicht rein. Raus. Du soll ja freuen. Ja, wie gesagt, das wird das längste Let's Play. Weil Altes trifft auf Neues und gleichzeitig auch noch die Länge, die ich damals gebraucht habe. Dann schätze ich mal vielleicht doppelt so lang brauchen oder so. Ich würde schätzungsweise sagen, bei einem Part mit 30 Minuten Länge würde ich sagen 10 Parts. Vielleicht sogar mehr.
Das ist jetzt meine Vorstellung. Ich erwarte nämlich, dass ich bei diesem Spiel ziemlich lange brauchen werde. Weil die Hälfte der Wege habe ich bei dem Spiel vergessen und es sind neue Wege hinzugekommen. Beziehungsweise auch neue Effekte. Ja, also erwarte ich, ehrlich gesagt, dass es lange dauern wird. Hoffen wir mal nicht, dass wir im Internet nach Cheats oder so gucken müssen. Müssen wir wahrscheinlich. Müssen wir wahrscheinlich. Okay. Und am besten machst du das. Genau, dass ich gucke und dann kannst du machen. Du bist halt der Recherche-Girl bei mir. Wie bei Monster Party oder so. Ja, wie bei Monster Party. Okay, weiß genau, hier war irgendwo eine Gabe. Ich bin jetzt, wie gesagt, es kann sein, dass es geändert wurde. Aber ich kann mich erinnern, hier war irgendwo ein Besteck, was anders aussah. Ich glaube, das war Silber anstatt Gold. Dieses Besteck musste ich berühren, ich sehe schon erstmal, hier ist das Kuchenmädchen. Das ist später für ein Event. Gabel, Messer, Gabel. Ich muss das Ding finden, was anders aussieht. Ich hoffe wirklich, dass sie das nicht geändert haben, weil... wäre nämlich schade. Hunderte von Gabeln, ey. Ich kann mich noch erinnern, da gab es so viele Labyrinths, ey. Ich habe mich ehrlich gesagt aufgeregt. Da war nämlich ein Labyrinth in diesem Spiel. Das hat mich so dermaßen aufgeregt. Okay. Ich rede gerade mit mir selber, oder? Nein, keine Angst. Ich bin noch bei dir, keine Angst. Das war nämlich so ein Labyrinth. Oh, das war so nervtötend. Von allen Labyrinths, die ich je gesehen habe, das war so ein richtig gemeines. Das sah alles gleich aus. Die Wege waren ziemlich breit. Alles sah, als würde es dich irgendwie irgendwo hinführen, aber stattdessen führt es dich zu einer Sackgasse. Oh, das war ein Albtraum. Das war so ein übelstes Albtraum. Das klang ja nach einer sehr schönen Spielerfahrung. Ja, glaub es mir oder nicht, es gab mal einmal, wo ich 30 Minuten in diesem verdammten Labyrinth festgesessen habe, weil ich den Ausgang nicht gefunden habe. 30 Minuten! Du musst es dir mal vorstellen. Eine halbe Stunde für ein Labyrinth. Ja, das war so... Naja, aber hast es trotzdem durchgezogen. Respekt. Ja. Ah, da ist die Gabel. Da ist die Gabel. Da ist es, was anders aussieht. Wie ich dir schon mal gesagt habe. Und auf die Gabel hinauf. Oder ist das ein Löffel? Das werden wir jetzt gleich sehen. Nee, das ist eine Gabel. So, der Kucheneffekt. Jetzt kannst du dich in Kuchen verwandeln. Der Kucheneffekt. Ich bin lecker. Iss mich. Iss mich. Iss mich, genau. Oh, yep. Und diesmal ist der Kuchen auch keine Lüge. Yep, ich weiß. Aber. Alt. Mindestens die Hälfte der Spieler müssten eigentlich wissen, was ich angespielt habe. Naja, können die ja in den Kommentaren schreiben. Wenn man sich wirklich als Spieler bezeichnen kann. Ich meine, die Anspielung nicht kennen, sind keine wahren Spieler. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Oder sie sind Retro-Spieler, die nur Retro-Spiele spielen. Ich bin auch ein Retro-Spieler, aber ich hab's sogar erkannt. Yep. Ich verrate nicht, von welchen Spieletiteln das muss. Ja, das müsst ihr jetzt selbst erraten. Okay. Jetzt muss ich wieder die Kuchenlady finden. Ja, das ist der Aufbau hier, ist eigentlich auch schon wieder etwas. Ich gehe mal. Warum muss der Ausgang so ähnlich aussehen wie die normalen Eingänge? Naja, sonst wäre es ja auch zu einfach. Ja, aber können Sie das nicht irgendwie so markieren, zum Beispiel eine andere Farbe geben, dass ich dann weiß, das ist da der Ausgang? Ich meine, das sieht genauso aus wie dieses hier.
Ich weiß, es regt mich jetzt hier gerade nur sinnlos auf, aber das sind kleine Spielfehler, die einen eventuell, wenn man es mehrmals zu sehen bekommt, zu schaffen machen. Eigentlich schon, ja. Irgendwie bin ich zu kritisch. Ich sollte vielleicht versuchen, ein bisschen mehr Spaß im Spiel zu haben. Ich meine, es ist ein Yuminiki-Fangame. Ja, in allen Spielen was Positives finden, das ist ja meine Aufgabe. Yep. Und ich bin der halt das spielt, was eigentlich keine Sau gehört hat. Wie zum Beispiel irgendwelche Piratenspiele, die irgendwo in China gemacht wurden für den NES. Was eigentlich Ports von anderen Spielen sind, wie zum Beispiel von Super Mario World oder Donkey Kong Country oder... Oh ja. Oder sogar Windows 98 für den NES. Ach du Scheiße. Oh Gott. Und ich musste sagen, sowas gibt's wirklich. Windows 98 für den NES. Oh Gott. Ich kann dir sagen, das wird ein Spielspaß. Oh, ein Betriebssystem für den NES supporten. Nicht schlecht. Er war auch schon auf die Idee gekommen, ist der war, hat wahrscheinlich zu viel Stoff zu sich genommen. Und ihr solltet vielleicht fragen, ob ich auch was davon abbekomme. Genau, damit mir die Leute auch besser verstehen, warum die das probieren. Ja, das auch. Nee, mir hat dieses eine Piratenspiel gereicht, was wir zusammen gesagt haben, dieses Panda-Spiel. Oh Gott. Ja, das Panda-Spiel. Ich kann dir sagen, von Donkey Kong Country gibt es noch 5 weitere. 5 weitere! Nein. Doch! 5 weitere! Ports von Donkey Kong Country. Das war der eine Eingang. Ich will dieses Mädchen wiederfinden. Das ist der einzige Grund, warum ich jetzt hier noch in dieser Welt rumdattel. Ah, vielleicht sollte ich einfach den Kuchen auspacken. Vielleicht kommt sie dann zu mir. Sagen, vielleicht. Dann fängt sie an, dich aufzuessen. Yep. Oder musst du den Kuchen erst sehen? Da ist sie, da ist sie, da ist sie! Will ich es mir nur ein oder hat sie ihre Zunge raus? Yep, das muss ich dir zeigen. Kuchen weg! Kuchen hin! Das ist ja süß. Yep. Also gut. Wir haben ja alles erledigt. Aufwachen. Gip. Und raus hier. So. Bevor wir jetzt Schluss machen, werden wir mal schauen, was wir alles gefunden haben. Bilder. Neue Wallpaper. Bup. Was haben wir denn so bekommen? Das haben wir bekommen. Cancel. Das haben wir bekommen. Das ist auch ganz nice. Das haben wir bekommen. Kirby's Epic Yarn. Yep. Fotorealistische Kerzen. In Power Ranger Farben wohlgemerkt. Den Typ, den wir umgebracht haben. Okay. Page 2. So, geht schon, okay. Kuchen. Ja, die Kuchenlady und das Kuchenmädchen. Kuchenlady. Das ist aber süß. Und. Ach du Gott, Psycho. Ja, und ich weiß nicht, ob das richtig ist, aber ich glaube, da ist Blut auf der Gabel. Denke schon, ja. Was haben wir noch? Da haben wir das. Kettensäge. Sehr, sehr nice. Uruzuki. Oh. Nächstes. Das eine hier. Sieht aus wie den... Paint gemacht. Yep. Es ist ja auch Bilder von verschiedenen Leuten. Wahrscheinlich auch von verschiedenen Malprogrammen. Mhm, stimmt.
Okay, das hätten wir schon mal alles erledigt. Jetzt würde ich am besten das... raus da. So machen, dass... zufällig gemacht wird. Ja, jetzt macht er die Bilder zufällig. Gut. Nun speichern wir. Hier wird auch aufgezeichnet, wie oft wir gespeichert haben. Okay, also würde ich jetzt mal sagen, ab diesem Punkt machen wir jetzt mal eine kleine Pause, oder nicht? Ja, würde ich sagen. Und bis zum nächsten Mal, ihr Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.